Wir liegen ja mitten in Europa und ich vergleiche es immer so ein bisschen mit Hawaii, weil beide haben die gleiche geologische Situation. Sie liegen mitten auf einer Platte. Hawaii in dem Fall auf einer ozeanischen, die Eifel auf einer kontinentalen Platte. Und man hat lange gerätselt, warum entsteht mitten auf diesen Platten überhaupt Vulkanismus. Das war sehr ungewöhnlich. Normal an Subduktionszonen oder mittelatlantischen Rücken, kein Thema, aber hier ausgerechnet mitten auf einer Platte. Und man kommt immer näher an das Modell ran, auch durch wissenschaftliche Untersuchungen, die hier in der Eifel stattfanden, dass wir auf einem sozusagen Hotspot, auf einem heißen Flecken sitzen, der sich irgendwo im Erdmantel gebildet hat. Man muss sich das sehr überdimensional, über Kilometer vorstellen. Der Mechanismus, der dahinter steckt, ist einfach, dass im Mantel durch Bewegungen Druckentlastung entstand. Bei Druckentlastung fängt Gestein an aufzuschmelzen. Das heißt, Gase werden gelöst und dadurch kommt ein Auftrieb zustande. Also dieses Magma, das leichter ist, heiß, flüssig, wie das Nachbargestein, fängt an in Jahrmillionen zu driften. Und zwar bis an die Erdkruste. Und da ist oftmals die erste Magmenkammer, die sich bildet, wo das kann man sich wie ein flüssiger, wie ein Hochdruckdampftopf mit flüssigem Inhalt vorstellen. Und da von dieser primären Magmenkammer werden auch oftmals die ersten Aufstiege von Magma und die ersten vulkanischen Phänomene beobachtet. Zum Beispiel ein Schlaggenkegel. Hier in der Eifel, wichtig ist aber einfach dieses letzte Event, und zwar der Lacher Seeausbruch. Das ist ein Event, der sehr explosiv war und wo eben dieses gasreiche Magma bis in eine Magmenkammer 5 Kilometer, circa 5 bis 8 Kilometer unterhalb von uns eingedrungen war, dort lagerte und mit der Zeit dieser Aufstieg, die Gase sind der Motor für den Auftrieb. Und gemäß, der Lacher See war vorher schon ein Vulkanzentrum, gemäß diesen Schwachstellen hat sich das Magma nach oben gearbeitet. Trifft auf einen Grundwasserleiter, auf Wasser, heiße, flüssige Schmelze, gasreich, auf kaltes Wasser. Und es beginnt eine Detonation, also ein Freisprengen von einem Schlot als erstes. Man muss sich das dann so vorstellen wie bei einer Atombombenreaktion. Es gibt eine Druckwelle, die erstmal alles, was aus diesem Schlot befördert werden muss, rausbringt und dann auch eine Eruptionssäule. Das heißt, Feinstpartikel, Aschen, kleiner 2 mm, sowie Labilli, Bimslapilli, gehen richtig in die Atmosphäre, steigen auf. Manches, was zu schwer ist, kollabiert wieder und geht als pyroklastischer Strom über die Landschaft, macht alles platt, füllt Täler. Der Bims selbst ist im Prinzip eine Art Schaumgestein. Kommt auch aus dem Lateinischen, Pumex, und beschreibt diesen Zustand, dass ein Glas, ein silikatisches Glas, aufgeschäumt wird. Durch die Gase, durch die Abschreckung ist es auch dann weiter ein Glas. Ist sehr leicht, es schwimmt auf Wasser. Das ist ein ganz wichtiger Aspekt. Und es hat im Prinzip durch dieses Runterfallen, Kollabieren der Eruptionssäule, kommt der Bims als Fallbims runter. Da haben wir eben Unterbimse durch Auflast nochmal veredelt von der Kornfestigkeit, aber auch Oberbimse, die besonders leicht sind und andere Eigenschaften dafür haben. Das ist eigentlich hier die Sache, wo Menschen angefangen haben, das auch zu verwerten und deshalb auch dieser Steinreichtum hier zustande kommt.